So, das wurde bei Rule of Rose. Weiter geht's. Ich bin ja schon so ein bisschen planlos nach dem, was wir da am Ende beim letzten Mal gesehen haben. Also, wie es aussieht, haben wir zum ersten Mal Jennifers wirkliche Form gesehen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte hier jetzt weitererzählt wird. Hund und Lügenprinzessin. Das ist auf jeden Fall der gruselige Kerl, den wir schon auf dem Luftschiff und auch im Keller vom Lebkuchenhaus getroffen haben, der da mit seiner Waffe rumgesessen ist. Mal schauen, was er im Schilde führt, aber wir sind auf jeden Fall wieder die erwachsenere Jennifer, also die erdachte wahrscheinlich. Da haben wir doch schon einen Hinweis auf dem Bett liegen. Sieht auf jeden Fall aus wie eine weitere Geschichte, ein weiteres Märchenband, was wir lesen können. Wahrscheinlich Hund und die Lügenprinzessin. Würde nur Sinn machen, nachdem wir jetzt in dem Kapitel sind. Ja genau, Hund und Lügenprinzessin. Es war einmal ein Mädchen, das Lügen erzählte. Es erschreckte die anderen Mädchen, indem es der Hund kommt, rief. Aber bald fürchtete sich niemand mehr. Sie hassten die Lügen. Eines Tages kam das Mädchen heim und rief, der Hund kommt wirklich. Alle glaubten, das war auch eine Lüge. Aber diesmal war es wahr und sie wurden alle gefressen. Ende. Oh. Okay. Wer braucht schon Happy End? Happy End ist eh überbewertet, meiner Meinung nach. Okay, da liegt ein Lolli rum. Ich glaube, wir sind im Schmutzraum gerade, kann das sein? Der, ja, ironischerweise absolut sauber ist mittlerweile, aber... Nein, ich brauche nicht speichern. Ich habe gerade erst zwischen dem Kapitel gespeichert. Lass uns mal rausschauen. Und auch direkt mal wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Wer weiß, was da schon wieder auf uns... Da kichert doch schon wieder jemand. Ich höre es doch genau. Okay. Mal sehen, ob ihr noch kichert, wenn ich mit euch fertig bin. Es kann immer am Lachen wahrscheinlich, außer ich. Wahre Worte, sieht wirklich schrecklich aus. Ich wusste bisher noch kein einziges Mal, was ich von diesen Mädels halten soll, ganz ehrlich. Von einem Moment auf den anderen haben sie ihre Meinung gegenüber Jennifer einfach so drastisch geändert, dass ich nicht weiß, was ich von all dem jetzt gerade halten soll, was hier abgeht. Das werden wir wahrscheinlich noch früh genug rausfinden. Jennifer, Jennifer, over here. Dir würde ich ja gerade noch glauben. Na gut, was bleibt uns anders übrig? Wir müssen wahrscheinlich reingehen. Ich weiß, wo du aussiehst. Ich komme zurück. Wenn da Scheiße drin ist, ich komme zurück und boxe die. Ist mir egal. Kann mir mal jemand Helga von der Pelle nehmen? Ist doch furchtbar. Was macht ihr beiden denn da? Hallo? Kann ich mit euch reden? Ja. Ich finde es ja schon erstaunlich, dass die Kleine rechts nicht sofort anfängt zu heulen, wie bei allem bisher. Das ist eine schöne Überraschung. Okay, Lolli. Oh Gott, da sind noch mehr von den Mädels. Die waren noch am Plotten.
Greetings. Princess, please forgive all that I've done. Greetings, Princess Jennifer. What? Thank you very much for coming to our new aristocrat club. Greetings, Princess Jennifer. From now on, you'll be our new princess. Du meinst ich, nicht du. Now, Princess, please think up a new game. Please lead us. We are yours to command, Princess. Princess, go ahead! Guide us! We need you! We don't know what to do! Wie dem wohl gleich panisch sein muss. Look, it's Wendy. It's Wendy. Wann geht er? Kann doch nicht einfach nur verschwinden. Das heißt, Jennifer ist die neue Prinzessin, weil sie die alte Prinzessin geboxt hat. Also, Prinzessin ist tot, lange lebe die Prinzessin. Tod ist vielleicht übertrieben, aber... Ah ja. Na gut. Dann nehme ich das mal einfach so hin und... Ihr macht, was ihr macht. Lass mich aber in Ruhe. Es wird das Beste sein. Legende von dem streunenden Hund. Das ist bloß Wendys Lüge. Das ist wohl wahr. Dann gehe ich auch mal. Ist eh nicht mehr wirklich was drin. Wo sind denn die Mädels hingerannt? Sind jetzt irgendwie einfach nur... Ich glaube, ich sollte mal nach vorne in die Haupthalle wieder gehen. Denn ich denke mal, in die Richtung sind sie gegangen, wenn sie dann gerade rausgeschaut haben und dann Wendy gesehen haben. Fuck, wo kommt das her? Ah, nope, nope, kannst du nicht mehr zurück. Wieder mal blockiert von mir aus, dann vielleicht die Haupttür dieses Mal? Ich glaube, die Geschichte hat nicht gelogen. Es eskaliert da draußen wirklich. Der Wolf ist da. The fuck? Echt jetzt? Once upon a time, there was a precious little girl. Okay. Soll gegen den da kämpfen? Ist das der Ernst? Das sieht fast so aus. Alter, ist der groß! Wie groß bist du eigentlich? Das ist halt nicht so ein normaler Typ, ist halt voll der Bulle. Ja, mit der Axt in Popo. Au, weil du nicht lieb warst. So sieht's aus. Weil du all die kleinen Mädchen auf dem Gewissen hast, wie das so aussieht. Ich habe zwar noch nicht rausgeschaut, aber ich glaube der Sache jetzt einfach mal. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass er relativ viel abzieht, wenn er einen trifft wahrscheinlich. Aber so ein bisschen dämlich ist er schon. Das ist mein Vorteil. Dass er nicht der Klügste ist. Wenn wir in Bewegung bleiben, dann ist das alles dieses große Problem. Auch wenn die Treppe hier... vielleicht nicht so wunderbar positioniert ist für mich. Komm her. Komm, Kleiner. Warum läuft er eigentlich auf allen Vieren? Das verwirrt mich gerade schon ein bisschen. Ich meine ja, okay, klar. Es soll einen Hund symbolisieren, den streunenden Hund wahrscheinlich. Ich meine, haarig genug ist er auf jeden Fall. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht in der Form. Die hatten mich gegen einen Einhorn kämpfen lassen und es wäre irgendwie fast noch passender gewesen. Ich meine, wir haben schon mal eine Meerjungfrau geboxt. So abwegig ist es nicht. Ja, das ist nicht gut. Muss mal ganz kurz gucken, wie es um mich steht nach den zwei kleineren Treffern. Ja, okay.
kann man damit leben, aber zu oft sollte mir das dann trotzdem nicht passieren. Shit, ich bin so froh, dass ich die Axt mittlerweile habe und hier nicht mehr mit einem Rohr oder einem Obstmesser auf den einen prügeln muss. Und so wie dem sein Rücken aussieht, wird er wahrscheinlich anfangen zu lachen, wenn ich mit dem Rohr auf ihn einschlage. Solange ich hinter ihm... Au! Das ist nicht gut. Solange ich hinter ihm bleibe, ist es okay. Alles, was da... Oh, diese Attacke ist mies. Da trifft er einen halt auch, wenn er... Oh, Brown! Wie er angeflogen kommt. Woher auch immer. Was war das denn für ein Hollywood-mäßiger Auftritt? Nein, ey. Nicht stay. Stay ist definitiv das falsche Kommando, wenn ein riesiger, haariger Mann auf einem ist. Oh, shit. Das klingt nicht gut. Ich glaube, Brown hat in der kurzen Zeit, wo er da ist, jetzt schon fast mehr abbekommen als ich, was mir echt ein bisschen leid tut. Oh, shit. Echt jetzt? Brown ist down. Das ist uncool. Das ist uncool und das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Nimm diesen Knochen. Und ich mampf die köstliche Pastete. Dann kann ja nichts schief gehen. Holy shit. Wer hätte gedacht... Oh, beißt er mir den Hintern? Sehr gut. Gut gemacht. Oh, der war schön, der dritte Schlag. Der dritte Schlag ist der heftigste, wenn der trifft, ist immer gut. Yes! Die Attacke ist gefährlich. Da muss man nicht mal wirklich großartig vor ihm stehen. Man kann auch hinter ihm damit getroffen werden, was ich schon ein bisschen cheap finde, aber... Gut, okay. Ich kann damit leben. Das war's schon. Das ging erstaunlich smooth. Wie viel Energie habe ich denn verloren? Joa, nicht so arg viel eigentlich. Brown? Shit, ich habe auch nichts mehr zum Heilen dabei, glaube ich. Okay. Wenn der am Boden ist, gehe ich jetzt mal vor die Tür und schau mal, wie es da aussieht. Ich mache mich jetzt einfach mal aufs Schlimmste gefasst. Wird Brown automatisch wiederbelebt, wenn ich durch eine Tür gehe und er down gegangen ist? Wahrscheinlich. Nur noch Klamotten. Du verdammter Typ. Weil du mich nicht geliebt hast. Weil du stur warst. Habe ich dich hierher gebracht. Oh, shit. Weil du Brown geliebt hast. Weil du nicht gemerkt hast, dass ich es war. Ich habe den streunenden Hund hierher gebracht. Aber ich... Das ist der Revolver von dem Typ. Halte ihn bitte damit auf. Nur du und der Hund, den du geliebt hast, können ihn aufhalten. Tut mir leid. Okay. Das ist eine weitere Wendung, die ich nicht wirklich erwartet habe. Dann schau mal, wer zurück ist. Gregorys Gewehr? Es ist nicht wirklich ein Gewehr, es ist ein Revolver, aber okay. Gregors, nicht Gregory, okay. Damit soll ich dich aufhalten? Holy shit! Ich erinnere mich gerade nur an eine Sache zurück. Irgendeine kryptische Sache, die mir ein Kumpel mal erzählt hat, der dieses Spiel durchgespielt hat. Und er sagte zu mir, wenn du eine Waffe hast, schieß nicht. Das, was soll ich auf diese Worte geben? Was? Was kann ich denn damit machen? Verwenden? Kann ich... Ah, guck mal, die kann ich verwenden.
Muss ich ihn vielleicht nicht wirklich aus der Entfernung erschießen, sondern wirklich an ihn rantreten? Und dann die Waffe an die Schläfe drücken oder wie auch immer? Ich weiß nicht, probier's mal, ob das funktioniert. Mich macht es schutzig, dass es hier diese Option mit dem Verwenden gibt. Komm schon. Wann muss ich das machen? Jetzt vielleicht? Vielleicht jetzt. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Kann ich es an dir verwenden? Oh, das funktioniert. Das heißt, wir geben sie ihm zurück. I'm sorry, Joshua. Yes. Er macht es also selber, wenn wir ihm die Waffe zurückgeben. Und dann rennen sie gemeinsam ins Licht. Okay. Interessant. Das heißt, wir haben ihm also die Waffe im Prinzip zurückgegeben und er hat ja die Sache selbst geendet. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann wirklich der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, dass wir hätten wahrscheinlich selber schießen können, denn ich konnte sie als Waffe aktivieren. Ich weiß zwar momentan noch nicht, was es für einen Unterschied gemacht hat, aber ich fühle mich besser, dass ich ihn nicht selber erschossen habe, wenn ich ganz ehrlich bin, weil so creepy, wie er die komplette Zeit über war, so kryptisch, wie er gesprochen hat, er hat mir nie wirklich was getan, außer schwitzend auf mir zu liegen, gerade in der Halle. Ja gut, okay, ich weiß nicht, ob ich nicht auch den durchdrehen würde, wenn mich jemand dann alleine hält. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Leute, wir machen hier einen kleinen Cut rein und beim nächsten Mal schauen wir uns Es war einmal an. Bis dahin, haut rein.